Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Sie fallen nie, wenn sie Kanten greifen. Wahrscheinlich sind sie verfallen im Kopf. Oh. Irgendwie schaut es ein bisschen kaputt aus. Ja, das ist ja, weißt du. Das Einzige, was irgendwie noch immer perfekt sitzt, sind die Haare. Die Haare sitzen. Nicht nass, nicht schmutzig, nicht fettig. Ich weiß, was das ist. Drei Meter tauft. Ja. Ich glaube, ich werde einmal. Ich werde mal das nehmen. Nein, ich werde das nicht nehmen. Ich werde das nehmen. Oh, ich kann länger aufgeladene Schüsse machen. Zwei Fähigkeiten haben wir aber noch, okay? Gut, das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist mir wichtig. Ein bisschen mehr stealthiger sein. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir das. Okay, so. Dann haben wir uns jetzt ein bisschen geskillt. Aber dennoch fehlt uns irgendwie noch ein Messer. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. In dem Teil des... Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Hast du schon ein Messer? Gar nichts habe ich. Ich bin nur ein Messer. Du willst das losschneiden? Tja. Das werden wir schon noch herausfinden, wie wir das machen. Irgendwie hat das jetzt. Was ist das, Schaf oder Wildschwein? Das hat sich angehört wie ein Schwein und hat aber ausgeschaut wie ein Wombat, ein großes. Vielleicht ist es ein Wombat. Wie hören sich die an? Das weiß ich ja nicht. Aha. Sonst wüsste ich nicht wie. Ich schaue mich aber vorher noch. Ich nehme halt alles mit, was am Boden liegt, was ich jetzt schon looten kann. Ich hätte mir ja gedacht, die hört sich an, tiefer ein bisschen und lauter als Wildsch- als Meerschweinchen oder so. Hey. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Habe ich mal gedacht. Feder? Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Jo. Müssen wir uns da jetzt ein Messer rausbasteln, oder was? Verdammt! Ja, ganz genau. Und redet immer mit. Aber das ist der Sinn der Sache. Oh, wir saufen gleich.
heißt nicht kommen oder war das unabsichtlich? Wir müssen tatsächlich ein Messer basteln. Gebiete, schon wieder so ein Spural. Warum, der greift da gar nicht Menschen an, das stimmt ja gar nicht. Das bezweifle ich. Können wir sein Fleisch essen? Ich stirb nicht. Ich bin unsterblich. So ein Aal kann man gar nichts. Haha, Morene. Das ist ein Aal. Ja. Nein. Jetzt muss ich da alles sammeln. Finde ich ja nie alles. Wir sollten. Zupf drüber. Ja. Bist du auch unsterblich, oder was? Da hinten ist noch eine Truhe. Aua. Umknöchelt. Schau, dann können wir ausweiden. Das ist so ein Ding, schau. Das schaut doch aus wie ein Wombat. Ja. Gell? Tierhaut. Schaut nur Tierhaut, schaut nichts Besonderes. Das Viech wird auch bald sterben. Was ist das Kleine da, das ich finde? Rebhuhn. Gell, das war auch kein Rebhuhn. Ich bin ein Affe. Eier? Brauch ich nicht. Brauchen wir keine Eier. So, jetzt da weiter. Aha, da können wir dann mit dem Pfeil rüberschießen, süß. Herausforderungsgrab. Ja, da werden wir vielleicht mit Bogen, ohne Bogen werden wir da nicht weit kommen. Schätze ich einmal. Stimmt. Ah. Geht die Axt. Verdammt, jetzt hast du umsonst die Hose nass gemacht. Kleine Ding da, das ist doch der Rebhuhn. Das ist ein Hase. Okay. Und der stirbt eh, sobald ich einen Bogen habe. Ein Krypta. Büssen. Können wir auch nicht durch, wenn wir keinen Bogen haben. Sicher. Halala. Ich tue, glaube ich, schon wieder zu viel erkunden, was ich alles machen soll. Schau, da ist das Ding anzeigt. Mhm. Das Wombat.
Das war jetzt unabsichtlich. Okay. War das jetzt sowas wie ein Schatz, oder wie? Denk schon, ne? Was ist denn das? Na, auf dem Affenschatz. Was ist denn der Affe? Der hat mir einen Kugelschatz geschafft. Ich glaube, ich sollte weitermachen. Ich sammle schon zu viel ein. Die Sucht nach. Ja. Die Gier zu fressen. Was? Katzenfleisch? Ja. Der Insider übrigens. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Oder. Ah ja, stimmt. Ja. Ich kann es härten. Schaut, hat er sich ein Messer gemacht. Brav. Schön hast du es gemacht. Das müsste scharf genug sein. Kann ich jetzt auch herstechen damit? Irgendwas hält die Vorräte noch. No, ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Ich bin ein Affe, ich komme da schnell rauf. Nein, aber ich habe mir gedacht, jetzt müssen wir wieder was mit runter. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Und nur das interessiert, hopps. Falscher Knopf. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Beim nächsten Mal weiß das dann. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Was ist denn das für ein kleines Symbol? Soll das ein Minus sein? Das ist ein Pfeil mit einer Chip. Echt? Ja, Bindestrich. Größer als eine Chick. Weg ist er. Das Schwein. Wahrscheinlich, weil ich krank bin und jetzt eine rauchen geht, ja. Ich hab's zwar reduziert, aber so richtig hundertprozentig abhalten kann man mich vom Rauchen trotzdem nicht. Erst wollte sie mich pflanzen. Also die Viecher da. Zigarette, ja, hast recht. Ja, sag ich ja. Ihr Hobby nicht gesehen. Weil er gemeint hat, er denkt an mich, weil er jetzt eine rauchen geht. Das ist nicht der Razor. Ich weiß. Das gehört. Oder sie, Entschuldigung. Ich kann mich nur an den Namen nicht erinnern. Und habe ich noch nicht gesehen auf Twitch, weißt du. Zack, haben wir ausgebeidet, den Vogel. Anstrengend, zu einer Verkühlung. Ich dachte, ich muss ja bald eingehen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich jetzt alle Viecher umbringe. Oder irgendwie. Ja, wieder respawnen oder so. Na, respawnen würde ich sicher nicht, aber. Lästig sind's. So. Genau, da wollte ich mal rüber schauen. Wo war denn der
ein Dings. Da haben wir noch was zum Ausschlachten. Da war ja ein verstecktes Ereignis. Da habe ich doch nur ein Pfeil gebraucht, oder? Die Krypta oder das andere? Die arme Hase? Die arme Hase. Entschuldigung, dass meine Aussprache momentan ein bisschen verschlissen ist. Ja, die Richtung ist das, die Krypta. Na, da kann ich ja gar nicht hin. Da hat man die Hacke gebraucht. Genau. In Hacken. In Kletterhacken. Krypta und das andere war? Der Übergang da. Na, du hast ja noch ein geheimes Ding gehabt. Na? Oh ja. Da oben, da. Hinten, da. Ne? Grab. Da du brauchst du den Pfeil. Sicher? Schau mal hin halt. Ich glaube jetzt an dich. Wenn das nicht stimmt, habe ich jetzt reingeschissen. Ja, ich weiß es ja nicht sicher, aber... Ich muss jetzt unbedingt den Käfer töten. Zwei Pfeile wegen einem Käfer verschwendet jetzt nicht. Oh ja. Oh ja, kann ich. Nicht. Vielleicht geht das noch nicht. Vielleicht muss ich jetzt den Skill haben, dass ich die Käfer looten kann. Dann werden sie aber auch noch nicht gelb. Oh ja, da war das schon. Wo ich die Hacke gebracht habe. Dann war vielleicht das die Krypta. Die Krypta, ja. Mann, ich bin so blöd. Endlich hast du es kapiert. Nein, Scherz. Genau. Und zuck. Und offen. Ich hoffe, ich brauche jetzt auch nicht die Hacke. Ja. Irgendwas war da oben. Vorsichtig. Vorsichtig. Wo oben? Hinter da? Oben, ja. Auf der rechten Seite, aber na, ist das offensichtlich doch nichts. Ich dachte, irgend sowas zum Pfeilschießen-Ding. Da haben wir auf jeden Fall schon. Düssen. Oh. Schau, wenn du stehen bleibst. Siehst du einen? Hm. Wohin das wohl führt? Zu einer Vandinenschrift. Pass auf. Jetzt wäre ich gern reingerannt. Da geht's weiter, glaube ich. Na? Yay? Check's Tagebuch. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Rawley gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Fähigkeitspunkt verfügbar. Sie lest irgendwelche alten Inschriften und schaut. Scheiße! Ja, scheiße. Sie sagt's. Ich wollte gerade noch umdrehen, weil hinten war noch ein Weg. Ich habe gemerkt, dass der Boden irgendwie da eingeht. Weil sie noch Scheiße gesagt hat und der Blick nachher beim Aufspießen. Unbezahlbar. Moah. Vorsichtig. Ups. Vorsichtig. Ja.
muss ich das noch einmal holen. Wohin das wohl führt? In deinen Untergang. So. Okay, schau, wenn man es gefunden hat, muss man es sich doch mal holen, auch wenn man ja, na wenn es praktisch für die Quest ist und so. Und diesmal laufe ich aber da. Was haben wir denn hier? Schatz. Mein Schatz. Naja, soll das dann erhalten. Lalalala. Wie kann ich das anziehen? Da nicht, ich muss wahrscheinlich zum Lagerfeuer wieder zurück. Es muss einen Weg hier rausgeben. Mal schaut an, wie blöd das ist, schaust an. Ja, was ist Lager musst. Hab's grad noch mal gesehen. Vorsichtig. Oh oh. Da müssen wir nochmal zurück mit der Hacke. Oh ja. Das muss der Weg nach oben sein. So schnell ist er. Hätte ich auch gern können in der Geschwindigkeit. Meinst du überhaupt? Nein, in der Geschwindigkeit. So. Oh, Scheiße! Das verstehe ich nicht, ich habe auf Hupfen drücken. Ja, ich hab's gemerkt. Du bist lästig. Du musst wahrscheinlich abwarten, bis das den Schritt wieder... Drüber. Ich muss gleich drüber. Entweder direkt gleich hüpfen oder wenn es sagt, oh Scheiße, warten, bis du deinen Schritt wieder zurück machst. Ja, ich muss mich noch an solche Gemeinheiten auf von dem das Spiel gewöhnen. Muss der Weg nach oben sein. Ja, ja, da wäre er. Im alten Spiel hat es diesen automatischen Selchetterer gehabt, den Schst, weißt du das noch? Vielleicht kommt der noch da. Der kommt sicher noch. Pass auf. Schau. Oder rechts vorbei. Oh, Scheiße! Man sieht die... Ich glaube, das hätte ich jetzt nicht überleben sollen. Ja, ich weiß nicht, die haben ein bisschen andere Struktur und Farbe, die fallenden Steine. Und raus mit dir. Absichtlich in die andere Richtung zuerst? Da war man, das ist der Anfang. Da kann's sicher? Ja. Ah ja. Aber warum sagt ich so? Da war rechts die Tür zu und geradeaus die Tür zu. Und die geradeaus hast aufgemacht und bist durchgelaufen. Und die rechts war jetzt der Rückweg. Ah, stimmt, stimmt. Erst wo du das sagst, klingt's logisch. Also manchmal habe ich es ja vielleicht doch ein kleines bisschen mit der Orientierung.